sind gar keine Schilder. Naja. Ja, jetzt brauchen wir jetzt mal Wolle. Ja, wo tun wir die Serie aus am besten? Wir brauchen mal so eine Kiste, die Grünzeug heißt oder so. Tun wir jetzt einfach mal da dazu. Ja, gut. Weiße Wolle. Wolle war oben, glaube ich. Ja, hier müssen wir mal weitermachen, aber... Naja, keine Lust jetzt. So, jetzt nehmen wir mal die weiße Wolle. Da werden wir wahrscheinlich... alles brauchen. Ich glaube, das reicht sogar gar nicht. Aber naja. Das ist jetzt auch ganz schön blöd zu bauen. Ach, das habe ich mir gedacht. Ja, toll. Ich habe mir gedacht, dass das nicht so einfach ist. Warum muss ich auch immer so große Decken bauen hier? Ja, okay, es soll halt auch so ein Atelier oder sowas sein. Da braucht man meistens immer hohe Wände. Naja. Ach. Komm. Gibt's das? Ja, das sieht man ja. Geht doch. So und so und so. Doch, weiße Wolle sieht gut aus. Aber leider reicht die halt wirklich überhaupt nicht. Ich frage mich jetzt irgendwie, wie wir dann da dran kommen. Ja, okay, ich glaube, das geht. So. Genau. So. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Warum sich die Blöcke immer so zeitverzögert erst abbauen lassen? Lassen. Ach komm. Und so, genau. Na, jetzt haben wir nur noch 28, das reicht. Ja, vielleicht eineinhalb Reihen noch. So. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Komm. Danke. Danke. Ach. So und so und so und ja, eineinhalb rein. Wird jetzt sogar hinkommen. 2, 3, 4, 5, 6. Sechs, ja. Ach. Komm, hey, was ist denn jetzt los? Sieben, acht, neun, zehn, elf. Jetzt noch schnell das hier weg. So,
So, so, so, so und so, eins haben wir sogar noch. Platz ich mir jetzt einfach irgendwo dahin. Ja, passt. Ja, mit der weißen Decke sieht es schon gut aus. Doch. Ja, doch, gefällt. Gefällt mir. So, jetzt will ich noch so 10 Minuten aufnehmen. Was kann man jetzt noch machen? Ja, wir könnten hier diese Schilder machen, aber dazu bräuchten wir einfach, Dings bräuchten wir da. Leder, und Leder haben wir leider nicht. Haben wir erstmal den Zuckerrohr auf. Ja, ja, dann brauchen wir erstmal Holz, da können wir unsere Schere, die ist jetzt bei Werkzeug, ja. Gut, Werkzeug da, genau, dann nehmen wir die Schere. Und schnibbeln den Schafen die Wolle ab. Ich wollte schon sagen, Tür geht zu. So, Zucker haben wir hier. Und die Schafe bekommen jetzt die Wolle ab. Ich finde die weißen Schafe so schrecklich. So schrecklich hell. Mit dem Schneider, komm, geh weg. Lass mich. So. Wehe, ich sag's dir. Okay, das war jetzt dämlich. Ah, okay. Eigentlich nicht. So. Dann nehmen wir jetzt das danach. Danke. Ja, ich weiß nicht, warum, an was das liegt. Vielleicht an den Einstellungen oder so. Ja, muss ich noch ein bisschen schauen. So, jetzt räumen wir erstmal die Wolle auf. Aber 6 weiße Wolle ist ein bisschen mickrig. Finde ich. Aber naja. So, Wolle war hier. Genau. Die schwarze Wolle packen wir jetzt einfach mal hier so hin. Genau. Da müssen wir noch irgendwo schwarze Wolle haben. Autsch. Hier müssen wir noch irgendwo schwarze Wolle. Nee. Nee. Es fällt, könnte man auch schon wieder abernten. Das wäre auch schon wieder soweit. Ey, der Weizen bewegt sich jetzt auch. Das ist geil. Ja, komm dann. Ja, ich bin gerade gestört worden, deswegen kurze Unterbrechung. Ja, jetzt, ja, ernten wir mal den Weizen ab. Und, ja, ich hab's bestimmt schon richtig oft gesagt, dieser, ja, kleine Bereich von Weizen, das kleine Weizenfeld reicht eigentlich schon für unser kleines Let's Play hier. Wir müssen jetzt nicht wie Gronkh oder wie, wer macht noch so ein so eine Erntemaschine. Ja, es gibt viele Let's Play, die so eine Erntemaschine haben, aber Gronkh übertreibt ja jetzt wirklich mit seinem riesen Erntekomplex hier, wo alles vollautomatisch geht. Braucht es eigentlich gar nicht. Ja, jetzt sehen wir hier noch schnell alles fertig an. So, habe ich was vergessen? Ne, passt. Und ja, machen dann jetzt aus den Broten noch schnell, ne, aus dem Weizen noch schnell Brote, so rum. Und ja, werden wir 64 plus 2, 66, 22 Brote rausbekommen. So, und habe ich recht? Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. So, die Brote räumen wir jetzt noch schnell auf. Und wir haben doch auch noch Hähnchen, oder? Diese Hähnchenquellen haben wir doch noch im Ofen. So, nee, da. Genau. Jetzt räumen wir diese Hähnchenquellen noch auf und können sie gleich auch wieder richtig einordnen, so wie ich das immer mache. So, ja. Genau. Passt. So, und dann, ja, können wir eigentlich diese Folge jetzt dann endgültig beenden. Wie gesagt, ob ich mit dem Shader Mod spiele, weiß ich noch nicht.
Das war jetzt nur zum Testen und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Killer Patty.